Im niedersächsischen Stolzenau hat sich am Montag offenbar ein Ehrenmord ereignet. Ein 35-jähriger Iraker erschoss seine eigene 13-jährige Tochter auf offener Straße. Das Mädchen wohnte ersten Angaben zufolge seit einiger Zeit nicht mehr zu Hause und war unter der Obhut des Jugendamtes. Am Montag traf sich die 13-Jährige, begleitet von Mitarbeitern des Amtes, noch einmal mit den Eltern. Es sollte offenbar letztmalig ein Versöhnungsversuch unternommen werden. Aber ohne Erfolg. Anschließend wollte das Mädchen mit ihren Betreuern oder Bekannten den Gesprächsort verlassen. Als sie in ein Auto einsteigen wollte, erschien plötzlich der Vater und eröffnete das Feuer. Es soll praktisch eine Hinrichtung gewesen sein. Es fielen 5 Schüsse. 3 trafen das Mädchen in den Kopf und 2 in den Hals. Anschließend flüchtete der 35-Jährige. Die Polizei hat eine Großfahndung eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt. Jedoch deuteten Experten in ersten Medienberichten bereits an, dass Merkmale eines Ehrenmordes vorliegen. Hierzu passen auch Berichte, nach denen der Vater einen Anwalt nach dem Strafmaß für eine solche Tat gefragt haben soll.